Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute spannendes Thema, wie immer spannendes Thema. Themen, bei mir gibt es immer spannende Themen. Und zwar heute habe ich das Thema Ventil, das Thema Stressmanagement. Also, wir sind über 50, wir sind erfolgreich, wir haben einen guten Job, wir haben alles, was wir brauchen, aber wir haben zu viel Stressfaktoren. Wir haben einfach den ganzen Tag immer wieder Termine, intensive Termine, wir haben interessante Gespräche, wir haben tolle Projekte, aber wir haben einfach einen relativ hohen Stresspegel. Der Stresspegel lässt sich messen, und zwar anhand des Stresshormons. Des körpereigenen Stresshormons Cortisol lässt sich das messen. Dieses Stresshormon häuft sich im Körper an. Dazu gibt es noch bei den Männern, vorwiegend bei den Männern, bei den Frauen gibt es auch Stress, so ist es nicht, aber bei den Männern gibt es noch dazu, dass die sehr stark auf Stress reagieren mit auch einem erhöhten Adrenalinspiegel. Und dieses Adrenalin, dieses Cortisol, das sind Hormone, die machen natürlich Sinn, dass es die gibt. Aber wenn da ein Ungleichgewicht entsteht, das heißt zu viel Stresshormon, zu viel Adrenalin, zu wenig Entspannungshormone, Serotonin, einen zu niedrigen Wert an Dopamin, einen zu niedrigen Wert vom Schlafhormon Melatonin, dann kann es zu massiven Problemen führen. Und jetzt gibt es eine ganz einfache Strategie, wie man diese Hormone wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Und zwar auch wieder ganz klar, ihr wisst, was kommt, durch eine gute, gesunde, artgerechte, bedarfsgerechte Ernährung und eine Kombination noch dazu, Ventil, Kraft- oder Ausdauersport, überhaupt Bewegung, sorgt dafür, dass ich wieder diesen Hormonstatus einpendeln kann. Natürlich nicht mit einmal in der Woche 20 Minuten Sport, sondern regelmäßig Intensivsport. Es kann eine Mischung sein aus Kraft, Ausdauersport, aus Kraftsport, auf Ausdauersport draußen, das kann Indoor sein. Es muss was sein, was natürlich auch mit einer gewissen Intensität belegt ist. Und das sorgt dafür, dass unser Hormonstatus sich wieder ausgleicht. Es gibt natürlich auch, klar, hormonelle Probleme, die entstehen können, und da sollte man auch zusätzlich ganz klar den Mediziner beauftragen, zu gucken, wie ist mein Hormonstatus, was machen tatsächlich meine Stresshormone, lässt sich messen, was macht tatsächlich mein Serotoninwert, mein Dopaminwert. Diese Parameter lassen sich messen, es lässt sich auch messen, inwieweit der Vitamin D-Haushalt noch funktioniert, inwieweit noch DHEA da ist, was der Testosteron-Level macht, was der Östrogen-Level macht. Das sind alles Dinge, die kann man zusätzlich vom Mediziner auf jeden Fall überwachen lassen, begutachten lassen, gucken, ob da was im Argen ist. Aber wenn da was im Argen ist, da kann ich es mit einer Pille behandeln. Wenn ich aber die Ursache nicht behandle, Stress nicht abbaue zum Beispiel, oder auch nichts tue gegen meinen Stress in Form von einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, in der Form von einem gesunden Kraft- und Ausdauertraining, dann nützt diese Komponente, nur das Symptom zu behandeln, auch relativ wenig. Deswegen, ihr Lieben, ganz einfach und vor allem präventiv, regelmäßiger Sport, gesunde Ernährung, atembedarfsgerechte Ernährung ist immer, immer ein wichtiger Faktor, ein gutes Fundament, um stabil zu bleiben gegen körperliche Probleme, gegen hormonelle Probleme und vor allem auch eben gegen psychische Probleme in Form von Stressfaktoren und alles, was damit verbunden ist. So, das war's schon. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das war interessant, dann möchte ich gerne mehr dazu wissen zum Thema Training, zum Thema Ernährung, dann schreibt mir es einfach unten in die Bemerkungen rein. Ich werde mich definitiv darum kümmern. Es kommt auf meine To-Do-Liste. Und ich werde es in nächster Zeit abarbeiten. Das war's schon. Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Immer mit dem Thema deine Fitness, meine Aufgabe. Macht's gut, viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und vor allem viel Spaß beim Training und bei der gesunden Ernährung.